Moin Leute, heute bauen wir Abdeckung für meinen Kabelwirrwarr am Heckausbau und aufs Dach müssen wir auch nochmal. Los geht's! Eigentlich ist das Holz für ein anderes Teil gedacht, aber ein Stück kann ich davon abschneiden, glaube ich. Muss ich gleich nochmal messen. Das ist das hier 6 mm Multiplex. Müsste gehen. So, das ist ja das Kabelgeflecht für meine Schalter am Heckausbau. Und der Stecker soll jetzt hier seitlich rauskommen und das Ganze soll verschwinden hinter so einer Abdeckung eben. Die machen wir aus Holz und streichen dann genauso schwarz an wie mein Heckausbau. Jetzt muss ich nur eben messen, wie groß der ganze Spaß werden soll. Reicht eigentlich 15. Kann ich das da drin verstecken? Machen wir 15. Ja, was machen wir denn da? Außenkante, Innenmaß. Ich weiß es nicht. 9. So, erstmal alles aufzeichnen, wie viele ich überhaupt brauche. Also ein Stück 15 mal die Höhe. 15 mal 5. Dann brauche ich das Stück. Ja. Und dann brauche ich noch die kleineren Stücke. Aber alles noch Innenmaß. Dann kommen da jetzt noch Gärungen dran, damit ich die einfach easy verleimen kann. Und muss die 6 mm noch irgendwie dazu rechnen. Ja. Das Problem ist, ich brauche das Brett noch für was anderes und da muss es. Ja, ich kann auch nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall muss ich aufpassen jetzt gerade. Ich schneide jetzt 16,5 hier ab. Fertig. Das wird schon passen. Ich habe jetzt meine Tischkreissäge. Die brauche ich jetzt auch nur für einen einzigen Schnitt. Aber die schneidet so schief eigentlich. Aber mittlerweile kann ich einen relativ geraden Schnitt damit machen. Es fängt eigentlich schon damit an, dass diese Skala hier komplett für den Arsch ist. Jetzt fangen wir nämlich an, nehmen hier diese Skala natürlich nicht, sondern messen von dem Sägeblatt einfach aus. Und da ist es auch wichtig, dass man nicht irgendeine Stelle des Sägeblatts nimmt, sondern die Stelle, die am nächsten zum Anschlag ist. Das heißt, das Sägeblatt ist ein bisschen krumm und bewegt sich. Ich weiß gar nicht, ob man das so erkennen kann, aber das wabert so ein bisschen. So, und dann nehme ich immer die Stelle, die am nächsten dran ist. Ich habe mir die markiert mit Edding schon. Ich weiß gar nicht, ob man das. So, da habe ich mir eine Stelle mit Edding markiert. Das heißt, wenn das die Stelle ist, dann messe ich jetzt hier vorne einmal die 16,5. So, fahre nach hinten, messe hier hinten auch nochmal die 16,5. Mach bei mir, bei meiner Säge, zuerst hinten fest. Dann fahre ich nochmal nach vorne, messe nochmal nach, stelle dann hier vorne richtig fest. Und dann kontrolliere ich eigentlich nochmal, ob das Sägeblatt nicht über die Markierung hinaus fährt. Und so kann ich jetzt sägen und so kriegt man wenigstens eine etwas gerade Schnittkante und man kann dann auch sowas wie kleine Kisten einfach zusammenleimen und das passt dann auch. Ist okay. Oh Gott. Warum müssen die mal solche Sticker hier drauf kleben? Was soll das? Der kriegt jetzt erstmal 45 Grad Winkel. Also 15 plus 0,6. Nee, wie kann ich das denn rechnen? Plus 1,2 eigentlich, ne? Mal 2 sind 8, plus 1,2 ist genau 2 cm. Glaube ich. Moment! Nicht auf der falschen Seite sägen, ne? 7,5 und Innenmaß müsste ja dann 6,5. Ne, das ist zu viel. Hä? Okay, vergesst, was ich gerade gesagt habe. Zentimeter weniger? Ja, Zentimeter mehr ist nicht so schlimm, ne? Wie zu wenig. Also, es hat doch so viel Sinn gemacht, was ich erzählt habe. Auf jeden Fall ein Zentimeter weniger. Dann again. So weit sind wir jetzt. Ich weiß, es sieht nicht noch viel aus, aber es hat mich mal wieder sehr viel Nerven gekostet. Das ist nämlich das Problem, wenn man Sachen nicht jeden Tag macht, ne?
Naja, aber man kriegt es halt irgendwie doch hin. So, und was machen wir jetzt? Genau, jetzt kommt noch ein kleiner Ausschnitt in eine Seite. Da soll dann das Kabel durch. Und dann könnten wir das Ding, glaube ich, schon zusammenleimen. Genau, so. So, und während die Kiste da unten trocknet, habe ich schon mal hier mein Alu-Profil, meinen Alu-Winkel geholt. Und zwar soll der noch hier hinten quasi als letzte Strebe fungieren. Hier fehlt mir tatsächlich eine Strebe. Wenn der Alu-Winkel nicht da ist, dann fällt die Kiste, die ja hier hin soll, fällt die hier immer rein. Deswegen kommt da jetzt noch dieser Alu-Winkel hin, wird festgeschraubt mit so Schellen. Und vielleicht lackiere ich den heute auch noch. Mal gucken, ob man Alu auch lackieren kann. So Leute, kennt ihr das? Wenn man nach dem Mittagessen so müde ist, dass man sich erstmal hinlegen muss. Gerade so richtig schönen Mittagsschlaf gemacht. Dann kann es jetzt weitergehen. So, die Frage, ob wir es mit zwei oder mit vier solcher Schellen machen. Und vielleicht reicht das ja als Auflage. Es soll eigentlich auch nicht viel halten. Es soll eigentlich nur, ja, es soll schon noch ein bisschen was halten. Es biegt sich natürlich so. Ich hab's mir auch schon fast gedacht, aber ja, ausprobieren, ne? Es reicht. Mehr braucht es nicht. Super! Okay. Ich glaube, ich lackiere das jetzt einfach. Ah ja, gut, das ist ein großer Spalt. Gut, dass ich doch kein Schreiner geworden bin. Aber das ist nicht so schlimm. Muss ja auch nichts halten, ist nur eine Abdeckung. Kids. So sieht das jetzt aus. Muss alles ein bisschen abgeschliffen werden. Eieiei. Hier oben kommt dann das Kabel durch. Und das wird jetzt schwarz gemacht. So, erstmal das Alu. Weil das müssen wir zweimal lackieren. Das kriegt jetzt erstmal eine wunderschöne Primer-Lackierung. Und ich hoffe, das hält, weil Alu ist einfach nur kacke zu lackieren. Aha. Klebereste gehen mit Bremsenreiniger weg. Wie schön ist das denn? Na dann schauen wir mal. Fünf Minuten warten, dann kann man die zweite Schicht machen. Das gefällt mir. Aber ich möchte keine 5 Minuten warten. Ich mache direkt die andere Seite. So. Ich habe es jetzt abgeschliffen und ich habe die Kanten auch noch mal ein bisschen angefasst. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Und jetzt sieht man das schon. Diese ganzen Lücken, die sind natürlich jetzt auch fast überall verschwunden. Ja? Nur hier ist tatsächlich ein Loch drin. Ansonsten gar nicht so schlecht. Habe ich auch noch nie gemacht tatsächlich. Das ist doch geil. So, einmal entstauben und dann wird lackiert. Und zwar lackiere ich hiermit mit Duratex, aber dazu kommt noch ein eigenes Video, wenn ich meinen restlichen Heckausbau lackiere. Deswegen, ja, seid gespannt. Ich erzähle jetzt erstmal gar nichts dazu, nur so viel. Das Zeug ist richtig geil. Und es trocknet sogar relativ schnell. Das ist einfach ein geiles Zeug, ohne Witz. Ja, drauf damit. Ein bisschen drücken muss man schon. Ach, geil. So. Na, komm. Okay, trocknen lassen und gleich noch eine Schicht.
die Stange trocknet jetzt. Mein Kästchen, das trocknet auch. Das heißt, die Montage, die verschiebe ich einfach auf morgen. Und los. Wunderschönen guten Morgen. So, da sind wir wieder. Das Zeug ist trocken. Wunderschön. Ich zeige euch das mal direkt. Ist das nicht toll? Schön ist halt, das trocknet relativ schnell. Und ich finde, das sieht halt einfach mega geil aus. So, also das ist trocken. Und die schöne Stange ist auch trocken. Das heißt, können wir montieren. Aber machen wir erst das dran. Oder das. Ich glaube, das ist irgendwie die beschissenere Arbeit. Ich mach das zuerst. Ich sehe schon, hier der Halter ist ein bisschen anders angeschweißt als der da hinten. Hier passt es super, hier ist es ein bisschen eng, aber gut. Sei es drum. Das passt schon. Das kommt dann jetzt hier so ein bisschen, wird hier so ein bisschen reingedrückt. Das passt schon. Schon recht gut. Ne, so ist gut. Perfekt. Ah, super. Geil. Sieht doch gut aus. Ich habe nämlich dafür jetzt solche schwarzen Winkel gefunden. Direkt erstmal 20 Stück von mitgenommen. Weil wo findet man solche schönen kleinen schwarzen Winkel? Aber natürlich wieder mit dem Babbisch vorne drauf. Ey, was ein Quatsch, ey. 3 Sekunden nachdenken. So. Perfekt. So habe ich das jetzt gemacht. Hier unten kommt der Stege. So, ich finde, man vergisst immer, wie lange so Kleinigkeiten irgendwie auch dauern können. Aber egal, die müssen auch gemacht werden. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze hier weitergeht, dann vergesst nicht zu abonnieren. Lasst ein Like da und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ich bin raus. Ciao.